Wie der Gesichtszimmer am Supermarsch, das alles alte Mikroten nach die letzten drei Rollen, Gott sei Dank. An Musik machen kann ich immer, egal wie der Beißen ausgesagt. Und ich bin froh, heute Special Guests zu sind mit der botswanischen Band Afro Beethoven, die als heute Noven eben hier neu Lied Klopapier spielen. Und ja, ich hoffe, die sind bereit, geht nämlich wieder los. Mal eine Rolle Klopapier holen? Mit der Currysoße drauf. Ey, Uwe, und das Zeitungspapier war knapp, zumal es nicht fürs Tabak trocken oder zum Ausstoff von nassen Schuhwerks gebraucht wurde. Ja, sondern in kleine Rechtecke zerschnitten, auf angespitzte Haken gespießt. Ey, Klopapier. Ich brauche Klopapier. Geil. Klopapier. Klopapier! Money! Wir haben's dann! Vor wenigen Tagen noch wurde jene belächelt, die sich mit Konserven eingedeckt haben. Nun stürmen viel mehr Menschen in die Supermärkte. Angesichts der Maßnahmen, die die Regierung in Zeiten des Corona-Virus... Rainer, komm mal hier, du alles auf! Klein Pause, 30 Sekunden und da geht vier rum mit dem nächsten Special Guest, das ist der Paul Beller, die auf der Gitarre. Bin gespannt. Jetzt gibt es ein Toilettenpapier, das anders ist als herkömmliche Papiere. Das neue Charmin Comfort. Während herkömmliche Papiere gepresst sind, besteht Charmin aus einer samtartigen, speziell verwobenen Faserstruktur, die es reißfest und trotzdem unglaublich weich macht. So gibt es Ihnen jederzeit ein angenehm sauberes Gefühl. Morgen! Für ein angenehm sauberes Gefühl. Jo, merci, dass ihr noch immer dabei seid, heute bei der Afro-Beethoven Live-Session aus dem Supermarché. Denn Peter hat schon alles gehen und ich probiere das auch zu machen mit meinen Kollegen von Afro-Beethoven mit einem Lied, das heißt Afro-Beat 3 und es könnt lo.
Voilà, liebe Lester, merci, dass ihr dabei wart. Afrobeethoven featuring lauter Special Guests. Live aus dem Ursbilder Keller. Merkt das schon ganz so, wir sind im Supermarché. Merci, dass ihr dabei wart, live nur Lester an No-Cooker. Wir probieren das Beste aus der Situation zu machen, dass für kein Mensch einfach denkt daran, dass besonders die Artisten, die im Moment hier Konzerte nicht können spielen, wahrscheinlich mehr Probleme haben, über Tronnen zu kommen, wie die Leute, die ein Steady Pie haben. Denkt an sie, streamt hier Musik nicht, mehr kauft sie, macht ihnen einen Daumen, macht was auch immer, streamt sie, gibt ihnen ein Herz. Das ist ein kleiner Beitrag, den wir alle können leisten für ja, ein bisschen Solidarität. Das ist eine schwere Zeit, wir werden sie verstehen. Wir sind ganz zuversichtlich und merci, dass ihr dabei wart und noch schönen Abend.